What do you want? Two Oliver or Oliver have fun? Oliver have fun? Enjoy Oliver the ride. Enjoy the ride. Enjoy the ride, Oliver. We also okay. have, we also, I will, okay, I'll reveal this to you for the first time. We're going to give you this key and I'm going to hand you over to a product specialist. Thank you, Oliver. Thank you very much. Ich habe tatsächlich geträumt, ich hätte meinen Fisker Ocean abgeholt und Henrik Fisker hätte ihn mir persönlich übergeben und alles am Auto erklärt. Kein Fisker Ocean da. Kann doch nur ein Traum gewesen sein, oder? Nein, das war kein Traum und damit herzlich willkommen und hallo bei 163 Grad. Ich bin Oliver und blogge auf diesem Kanal schon seit 2014, also seit fast 10 Jahren, über Elektromobilität, zeige euch Elektroautos und alles, was dazugehört. Ich war in dieser Woche in München und konnte Henrik Fisker treffen. Vielen Dank an das Fisker-Team in München, dass das geklappt hat. War sehr aufregend, sehr spontan, ging alles sehr schnell. Ihr werdet es gleich sehen, relativ ja, aus der Hand gefilmt, denn es war nicht viel Zeit und es war die absolut einmalige Gelegenheit. Bin immer noch sehr aufgeregt und muss das erstmal verarbeiten, was da passiert ist. Denn Henrik Fisker hat mir quasi mein Auto übergeben und hat auch viele Details zum Fisker Ocean erklärt, die ich noch in keinem Video vorher gesehen habe. Er hat angedeutet, dass Dinge in diesem Auto versteckt sind, die wir Fisker Ocean User noch zu entdecken haben. Ihr werdet es gleich hören. Die Übergabe habe ich euch quasi 1:1 gefilmt, ungeschnitten, ein bisschen wackelig und manchmal stimmt die Schärfe nicht oder der Ton, egal. Wir haben die Kamera drauf gehalten und haben alles für euch gefilmt, wie Henrik Fisker mir den Ocean erklärt und mir den Ocean übergibt. Noch zur Erklärung, warum hier hinten noch kein Auto ist, kommt am Ende des Videos und dann sage ich euch auch, wie es weitergeht. Also viel Spaß bei der Übergabe mit Henrik Fisker und meinem Fisker Ocean. Explaining you the car, going through all the details. And as you know, this is one of the most advanced cars in this world, which is why we're going to have to give you some little extra info because you're so early in. That there's a few little things that are very special about this car that nobody else has. Okay. So that's why we want you to have a little explanation, because we don't want you to miss out on some of the things and come back in 6 months and go, oh, I never knew it had that. Yeah. So, you know, we have some little quirks and special stuff that we have. We also have a few things in this car that we are not telling people. And by the way, it's the first time I say that. Nobody ever knows that. So we have a few things in this car we are not telling people, but you have to discover. Okay. And that's something we are waiting to see when people actually discovers this. Ah, yes. Okay. Some little challenge. Some little challenge, some little exciting things that isn't a vehicle that nobody knows. Okay. And we are trying to see when they discover that. So that's also a little challenge. Okay. Exactly. So I'm going to hand you the key. They still left on the like number. I think they were afraid to give you the wrong key. So I hope it's the right key. It is. So we're going to give you this key and I'm going to hand you over to a product specialist. Thank you, Henry. Thank you very much. Thank you for being part of the first owners. Thank you very much. I will give you a hand if you later on sign it. Absolutely, I will. If you like. I will, absolutely. Thank you. So, go ahead. I think we let the gentleman in. Let's start with the reveal. Yeah, let's get him in here. Now, I'm going to be in the background because somehow I have the feeling that they might forget one thing, although I'm very trusting. Yeah. I trust in them, but if they do, I will highlight. From the off view. Yeah. Okay. You will. All right. Yeah. Are you ready? The color is Big Sur Matte. Big Sur Blue Matte. Big Sur Blue Matte. Yes. Very, very beautiful. So what this color specifically does, which is unique of any color, and you'll notice it a little bit this light, but you'll notice when you get out in the sun, that it creates the highlight exactly where I designed the very soft brake. It'll create this highlight, which is very defined on this color. Okay. And it means that it kind of accentuates the shape. Do you see how the highlight comes down? It goes like this. Yeah. So it really shows the wheel arches, the sculpture, in a very unique, different way than a traditional color which has gloss, because in gloss colors you kind of get highlights all over the place. Yeah. So this is a lot more controlled highlight where you see the shapes and the forms
like you really see this highlight here. Yeah. How it runs down and comes around and fades out. So you kind of can discover some of the shapes. A little more of this color, which is interesting. But it's sort of a unique car color that not everybody's comfortable with because we're used to the classic. So you took a risk here. I was, when I made the click, till the click, I was very sure, but when I made the click, I was a little bit unsure, did I do the right thing? But if I stay here, absolutely the right. Yeah. And then you also got the 22-inch wheels. Slipstream. Slipstream, all in black, with the black insert recycled carbon fiber. Yeah. Now, we designed all our wheels, actually, to be aerodynamic as best as possible. Now, they're not the same, all of them, but these are very good. And the trick about aerodynamic wheels are really that the engineers always want some air to come in to cool the brakes. Yeah. So it's always how much can you close these wheels. Okay. And the second part is, we could make just a total flat cover, but it gets very ugly. Yeah. So we were looking to see how can we combine some aerodynamics with still a visually exciting wheel. So that's what we did in this wheel. It is the most expensive wheel, but it's very cool, very unique. It fits to the car and it is definitely the most exciting car I've seen for a very long time. Thank you. All right, we're gonna now have somebody give you a little intro to the vehicle. So in German, English, hi. In German. Wir machen das in Deutsch. Hallo. Ich bin Oliver. Hallo, ich bin Benedikt. Genau. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Aufsperren gleich mal an. Dann gehen wir hier vor. Aufsperren. Wir sind in München übrigens. Da heißt es Aufsperren. Genau. genau. Das geht selber machen. Da immer auf den Knopf kommen wir schon drauf. Und dann öffnet sich das Fahrzeug. Alleine diese Lichtsignatur. So then you have the Lichtsignatur, ja? Yeah? This stays only lighted when the car is parked. Because we are in Germany. Yeah. In Germany, we're not allowed to be too extravagant. So in Germany, if it's not, they made a special law, which by the way, I think VW they favor, because VW have the logo down here, and we have it up here. So you have to be 70 millimeter away, which we didn't achieve, and a few other car companies need it. Okay. But so you can have the lights on here, but you cannot have the ocean because not symmetric. And this light is too far away from here. Okay. But we will do an over-the-air upgrade where we will allow you to turn it on to show your friends at home, not when you're on the street. On closed ground. Closed ground, yeah. Great. Impressive, impressive look. Great for overtaking. Vielen Dank. Ist er überholt gesicht? Ein überholt gesicht. Ja, ein überholt gesicht. Okay. Fantastisch. Und wenn man zumacht, dann. Dann weiß man, man hat es. Genau. Hinten leuchtet das Logo tatsächlich auch immer aufsperren, das können wir uns auch gleich machen. Kommst du mit? Mhm. Wir nehmen die Kamera mit. Ja. Oh. Schneiden wir einfach raus, so. Danke. Das ist live. So, da gibt es einen Topf. Genau. Das Logo am Boden. Das verständlich bei uns. Beleuchtet die Türgriffe. My last car has black door handles on a dark car, which is at night not so good. Not so good. This you will never miss. Yeah, for sure. On Schaumal, okay. Schaumal, mag ich mal zu? Zu? Ja, zu. Okay. Und dann wieder öffnen. Und dann haben wir eine kleine Treppe hier. Man sieht es nicht ein bisschen hier. Ja. Is it something like... it's a little bit like a stairs. Like a play button or like stairs? It's like stairs, but you can also see if there's some water here. Yeah. That's the idea as well. Okay. Puddle light. That's why we call them puddle light, like a puddle of water. Okay. And what I learned is that the Extreme finished has these blue brake calipers. Yes. Extreme and Ocean One has the we call them teal, it's sort of a blue-green. Yeah. They're only those. On the other models, we don't. Okay. So that's special for this. So if I am on a traffic light, red traffic light, another Ocean comes up, I have to look for his brake calibers if I have a chance to overpass him or not. That's it. That's right. Yeah, okay. That's right. That's right. Okay. Great. So fantastic. And the shoulder here, this part. That's very powerful. Yeah. Very powerful. And as I mentioned to you earlier, the idea with the white track was all about finding the perfect dimension between the wheelbase and the track. Yeah. So fundamentally,
you can create a geometry that makes a car handle good. You can also do the opposite and saying it doesn't handle good, and then you try to do everything with electronics, but it never quite gets as good as if you already make it fundamentally good and then enhance it with electronics. Okay. So this car have a very wide stance, which means amazing road holding stability for an SUV, and you will feel that when you drive it on the Autobahn. I'm really, I have to wait a couple of days. Couple of days to get the plates. To get the plates, yeah. Das ist ein Thema, er ist noch nicht zugelassen, das liegt nicht an Fisker, das liegt an den Zulassungsstellen. Da muss er noch einen Tag warten. But you will be astonished over the license plate, I told you. Yes. And I won't say in this video. You're not going to say it? I'll reveal that you later on. Reveal it later. You werdet erstaunt sein, was für eine Autonummer da war. Ich bin sehr erstaunt. Yeah. You know, so, then that's from the back. We can try and close it again and then see how it works at the back. So then we have here the rear. You also have a little bit of a light show here, again, you see this, and then it moves out and opens up. So it's a little bit of a welcome light to make you feel good when you get in the car. Right. Impressive, even from here. This is the camera for the rear mirror? Yes, that's the camera for the rear mirror. Okay. Yeah. And what you will be, I think, some people need to get used to it, but what I find, and I honestly, I was one of those too, but after driving for a week or two, what you realize is, first of all, of course, you don't have the headrest and everything in the back. But what's really interesting is, especially during the night, it's a lot more light. Okay. So if you flip forth and back, you will notice that you will immediately say, I'm going to go with digital camera because it's much more clear. Yeah. Everything is much more clear. And it's very high resolution. Perfect. Great. Fantastic. Fantastic design. Fantastic job. Fantastic work. I love it. Great. Take a seat. Thank you very much. So, wir steigen ein. Steig ein, bitte. So, auch hier, Power. Okay. Genau. So, then you can put the key in here. In here? Yeah. Then you press the pedal, press the brake pedal, that will kind of start the whole vehicle. Yeah. And then you can adjust the seat. Okay. Where you feel it okay, and the steering column. Das mache ich, genau. Okay. Also ich hätte jetzt mal hier angefangen, einfach von hier links. Wir starten da, wo du willst. Genau. Okay. Über links halt ganz klassisch die Lichter einmal zum Durchsteuern. Okay. Per Knopfdruck einmal gerne draufdrücken. Hier? Genau. Kann man einmal jetzt Abblendlicht klassisch nochmal draufdrücken, hat man das Traktorlicht und bei Auto und natürlich Auto. Das alleine. Genau, und jetzt einmal aus. Wenn man nochmal drauf geht, dann ist natürlich bei Auto wieder. Achso, okay. Genau. Alles klar. Parkbremse wäre hier, Ziel manuell zu lösen. Hier wäre das Nebelschlussleuchte. Gut. Genau. Hier ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Fensterheber und Spiegel zum Ein- und Ausklappen und Einstellen. Und für die Heckklappe, ne? Genau, richtig. Gut erkannt. Was ganz wichtig ist, hier wäre die Notfallentriegelung für das Ladekabel. Achso, wenn der Stecker nicht rausgeht. Genau, falls nicht rausgeht, einfach gescheit ziehen und dann kommt der raus. Okay. Genau, das war's mal von der Seite. Ich komme mal auf die andere Seite. Ist das ein bestimmtes Design auf den Pedalen? Ist das irgendwie eine Landschaft? Ich habe es noch nie so nachgefragt, aber ich habe das Gefühl, dass es auch so ein versteckten Ostereier sein. Absolut, es kann so schon in die Richtung gehen. Henrik? Kann man Henrik mal fragen? Henrik, did we find the first Easter egg? Is there some sort of landscape on the pedal? There is. It's like the ocean wave down there. Okay. Yes. Wow. Yes, fantastic. We also I'll reveal this to you for the first time. We also have a woman that's called Indy. Yeah. She is a very free-spirited surfer. Okay. Mountain climber, very healthy, and you can find her all over the car. So that's the only clue I'm going to give you. And you're the first one that hears that clue. Indy. Indy. Surfer guy. A surfer. A surfer bride. A Californian surfer girl. Okay. And you will find her somewhere in the car. Okay, I'm pretty sure she got a lot of marriage proposals and the people find them. Maybe. Okay, go ahead, in Deutsch. Dann können wir, wenn Sie gerne einfach mal den Sitz einstellen, so wie er sein soll. Auf der linken Seite hat man die jeweiligen Sitzeinstellungen, genau, wie man es halt so kennt. Genau. Und dann gehen wir auch gleich dann zum Lenkrad, das machen wir gleich als nächstes. Ja, so. Sitz jetzt einfach mal so. Genau. Ich mache jetzt nichts, weil dann lernt man besser, wenn man es selber tippt. Einmal auf die Einstellungen hier unten. Auf das Zahnrad? Genau. Und dann gibt es gleich bei Allgemein ganz oben,
gibt es die Möglichkeit, Lenkrad einstellen. Das ist oben. Crispy clear, ne? Das ist super scharf. Absolut. Lenkrad einstellen. Und jetzt okay. Über die linkeren äußeren Tastenreihen raus und über das Rädchen hoch und runter. Ah ja. Okay. Genau, da kann man sich da schon mal platzieren. Ja, ich mag es immer ist gerne so ein bisschen vor der Brust. Mhm. So, okay. Genau, dann machen und wir dann fertig. Genau, fertig. Dann hat man alles wieder zurück. Jetzt machen wir gleich mal weiter mit dem nächsten, sagen wir mal, während der Fahrt wichtigen Teil ist natürlich einmal der Rückspiegel. Ja. Klassisch jetzt gerade der Spiegel, kann würde man sich einstellen. So genau, ganz normal sich einstellen. Und jetzt einmal, ich mache es einmal kurz vor, da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht so vorschnappt. Dann aber hat man den digitalen, einfach, ne? Hat man einen digitalen. Über die Knöpfe auch noch Möglichkeit einzustellen, wie man es haben möchte. Okay. Heißt gekippt, Zoom, Helligkeit und so weiter. Ja. So kann man sich dann individuell. Da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen, weil mir fehlt dies dreidimensionale bei diesen digitalen Spiegeln. Es gibt ja auch digitale Außenspiegel. Genau. Du weißt nicht, wie weit ist der weg. Das ist eine Gewohnheitsfrage. Habe ich noch nie gehabt, aber muss ich mich gewöhnen. Das ist halt das Gute, dann kann man halt einfach umklappen und dann hat man trotzdem seinen normalen Spiegel. Perfekt. Das ist halt einfach die beste Kombination. Gut, super. Dann sitzen wir eigentlich ganz gut im Auto drin. Dann würde ich mal sagen, machen wir mit den Fahrsachen natürlich weiter, wie wir das Auto starten würden. Klassisch natürlich Bremse drücken. Ja. Und dann wäre die nächste Regelung natürlich einmal hier Drive. Neutral, also Startknopf gibt es nicht, gibt's man nicht mehr, einfach diesen Hebel vorwärts, rückwärts. Genau, wenn das Fahrzeug dann in diesem Ready-Modus ist, kann man dann den Gang einlegen. Okay, das machen wir jetzt nicht, wir wollen ja nicht fahren. Genau. Aber das machen links wir. Hat man natürlich Fernlicht, Blinker und natürlich einen Scheibenwischer auch noch über rechts. Mhm. Über links, genau. Cool. Ocean One, One Edition. Das ist ein One Edition, ne? Das steht da Ocean One. Cool. Korrekt, genau. Denn was auch noch wichtig wäre jetzt gerade auch zum Losfahren, wäre sich anzuschnallen natürlich, weil erst wenn man sich anschnallt und dann Gang einlegt, geht die Parkbremse von alleine raus, man kann einfach losfahren. Mhm. Wenn man sich nicht anschnallt, mal einen kurzen Meter fahren will, wenn man mal umparken möchte oder aus der Garage raus, muss man die Handbremse, wie eben schon erwähnt, links manuell lösen. Also, das ist gut zu wissen, genau, sehr gut und wichtig zu wissen. Und genau, was auch noch ganz gut ist, für den Anfang sollte der Schlüssel mal der Akku leer sein, kann man den links unten, neben der Lenksäule ist so ein ist so weiter links nochmal unterm Licht sozusagen eigentlich. Da. Genau, ja. Da ist ein NFC-Reader. Einfach dran halten und dann draufdrücken. Dann geht er auch, wenn keine Akku mal drin ist. Okay. Genau. Ich würde sagen, wir starten hier mit. Gehen wir mal ganz normal rein. Ich fange mal von vorne an. Wir haben einmal hier unseren Home-Button. Ich mache mal nichts, einfach selber. Also genau. Egal, wo ich im Menü bin, mit Home komme ich immer nach Hause. Zurück. Immer zurück. Und der Aufbau ist dann immer so. Genau. Immer so, man hat oben seinen FDI-Pfeile zu sehen, genau. Während der Fahrt natürlich auch dann hier so die Seiten von der Straße zu sehen und Parkdistanzsensor, wenn man jetzt vorne vor dem Auto wäre, daneben. Gerne mal einfach eine Kamera antippen, dann kann man natürlich, machen wir mal die. Das ist jetzt zum Beispiel die vordere. Beiden Seiten. Ja, gut, das ist ja klar. Genau, hat man vorne Spiegel, natürlich. Genau, das ist die Kamera hinten wahrscheinlich. Genau. Und vorne. Und dann haben wir die seitlichen hinten. Seitliche, genau. Geöffneten Türen. Und hier. Nochmal die seitliche. Mhm. Hier wäre die 360 Grad, genau. Ich die tippe, dann habe ich 360 Grad. Genau. Und kann ich hier drehen. Genau, wenn jetzt die Türen offen sind, zeigt er nichts an, aber sonst alles klar. Aber so kann man dann schon rumdrehen. Genau. Und was jetzt auch noch gut zu erwähnen ist, gerne mal Front- oder Heckkamera gehen. Ja, nur Front. Und dann einmal hier auf den oberen. Ja. Hat man einen eindeutig weiteren, hat man sehr weiten Winkel dann vorne. Also auch dieser Touch auf dieses Display, das ist irgendwie, das ist ein gutes Gefühl. Das ist schön. Also so dieses, kann ich nicht erklären, als wenn da so ein kleines Feedback kommt. Wunderbar. Genau, dann gehen wir mal weiter. Jetzt zum Beispiel, einfach mal durchklicken. Genau, dann werden wir wieder im Home-Bildschirm. Nächstes große Menü ist natürlich einmal die Klimaanlage. Ich fange mal mit dem hier unten an. Da sind die Hauptsachen zum Einstellen. Ich glaube, hier hat man natürlich warm-kalt. Ja. Klassisch für den Fahrer. Einmal für den Beifahrer genau das Gleiche. Und getrennt. Das finde ich so gut, dass man echt eine Taste hat. Absolut. Und ich habe gelernt aus irgendeinem Video, dass sich das hier dreht, wenn man hier dran verstellt. Das ist die Geschwindigkeit vom Gebläse. Was man jetzt auch noch gut erklären kann. Genau, das, was man jetzt auch noch gut erklären kann. Zum Beispiel, ich mache es mal einmal kurz an. Wenn man jetzt das schnell mal aushaben will, dann drückt man einfach da drauf. Ah. Und dann also ist es aus. Das ist auch Touch. Das ist sogar Touch hier. Genau. Und das gleiche jetzt zum Beispiel, ich mache mal hier wärmer. Ja. Jetzt sind wir unterschiedlich und jetzt synchronisieren wir alles mal auf das, einmal auf die Temperatur drücken. Ich tippe hier drauf, zack, und dann habe ich synchronisiert. Genau. Und dann können wir auch das wieder rausmachen. Genau. Tolle Idee. Das gleiche mit Frontscheiben und Heckscheibenheizung. Ja. Einfach drauf tippen. Achso, hier ist ja keine Taste dafür. Das heißt, ich muss einfach dann schon da tippen. Genau. Und dann geht das los und da geht die Heckscheibe los. Genau. Okay. Cool. Hier habe ich einmal die Lautstärke für das Fahrzeug natürlich. Ach, das ist, okay. Genau. Und hier kann ich wahrscheinlich dann auch Stopp machen. Genau, richtig. Dann verstanden. Genau.
Da ist da schon alles da. Wir natürlich jetzt unsere Musik, wo jetzt gerade nichts spielt, aber da würde normalerweise was angezeigt werden. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ins nächste Menü rein. Navi? Navigation. Oben kann man sein Navi, sein Ziel eintippen und dann kann man schon rechnen. Da kann man jetzt auch viel rumspielen mit 3D-Gebäude. Ich denke mal auch. Ja, genau. Aber da kann man dann einfach eintippen, wo man hin. Was schon drin ist, ist eine Ladeplanung. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will nach Hamburg, dann hilft mir das Auto. Genau, das Auto fahren müsste. Absolut, genau. Das sagt dann, wohin sie müssen, wie lange sie stehen bleiben sollen und ungefähr und mit welchem Endladestatus sie dann ankommen. Genau, richtig. Wollen wir es einmal machen? Ich kann mal ausprobieren. Ein Beispiel, ich gebe mal ein Hamburg. So als Beispiel, wir sind ja in München. Das ist ja schon dann entsprechend eine Aufgabe. So, dauert einen Augenblick. Und dann können wir in der Zeit was anderes machen oder wollen wir ihn suchen lassen hier? Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, ob das geht. Ich weiß gar nicht, ob der Wagen schon so aktiviert ist, dass er online ist. Genau, das müssen wir jetzt mal schauen. Gut, wir können ja was anderes machen. Genau, wir können dann später gehen wir auf die Musik. Genau. Musik, genau. Kann man natürlich aus beim Bluetooth einfach mit dem Handy verbinden. Geht ganz einfach. Spotify kann man sich mit seinem eigenen Account anmelden und bei den anderen Sachen natürlich auch. Mhm. Da wird es natürlich dann auch... und More to Come genau, wahrscheinlich mit irgendwelchen Updates. Absolut. Genau. Und eine ja? wichtige Sache, dass immer diese Minimap... Immer da. Man sieht immer da. Genau. Da kann man immer, wenn man zurückgehen will, so. Kann ich draufdrücken genau, und die ganze... Genau. Ah, guck mal, jetzt hat er schon weiter auch schon. Wunderbar. Achso, Hamburg-Deutschland. Ich will von mir genau wissen, welches Hamburg. Ich sag mal das. So, jetzt wird die Route berechnet. Okay. Wir können in der zweiten, oder wir lassen das ist jetzt arbeiten. Mitten in der Stadt. Wir lassen genau. ihn arbeiten. Wir waren und hier bei den... Genau, bei der Musik. Bei der Musik. Wichtig jetzt auch noch bei der Musik ist, wenn man jetzt zum Beispiel im Handy mit Bluetooth dran ist und man hat hier auf Lautstärke 25, 23, was auch immer und geht dann zum Beispiel auf Spotify oder auf Radio, wird die Lautstärke immer auf, ich glaube, 4 zurückfallen, dass es leise ist, dass man nicht durch verschiedene Inputs und Outputs von der Musik plötzlich einen viel höheren Musiklevel hat. Alles klar, das ist gut. Ist die Musik sehr laut. Also da ist auch nicht wundern, dass da kurz mal leise ist, dann muss man einfach nochmal Händestand lauter machen. Alles klar. Übrigens auch lauter machbar, natürlich hier, über das Drehrädchen. Genau, mhm. ganz klar. Jetzt hält er zum Beispiel mit dem Rechner, können wir mal reingucken. Mal gucken, was er jetzt hat. Aha, genau. 7 Stunden, 2 Stops. Absolut, mit 15% will man ankommen. Und mit 15%. Das heißt Hamburg, München mit 2 Stops. Wie viel haben wir gerade vorne drin? 79%. Das ist doch nicht Also weg. Noch nicht mal voll losfahren und 2 Stops. Impressive. Genau. Impressive. Gut, dann. Ja. Interessant. If you hold here. Achso, then you can add another stop. Okay. Okay, gut. Perfekt. Gut, wo waren wir? Wir waren, gut, wir waren bei Musik, genau. Da waren da wir durch. Durch. Genau. Telefon. Ich habe meins jetzt noch nicht verbunden. Aber Kontakte ich glaube, rein, Welttaste, okay. alles, was man dann auch so auf dem Handy Electric. Hat. Widerspiegelt. Genau. Erste Kurzübersicht natürlich, Reichweite, Ladestatus, auch Möglichkeit nur bis 80 beispielsweise zu laden oder ja. 95 und so weiter und so fort. Mach ich hier, da würde ich sagen, so, genau. um den Akku zu schonen, nehmen wir genau, das. Genau, machen wir mal 90. Okay. Genau. Da maximaler Ladestrom. Ist das für die Wallbox zu Hause? Der maximale Ladestrom, 32 Ampere. Ich denke mal von zu Hause. Genau. Das wäre ja dann genau. 22 kW. Lädt der mit 22 oder 11? Soweit ich weiß, mit 11, glaube ich, aber da müssen wir tatsächlich nochmal nachfragen. Ja, fahren wir. Does it charge with 11 or 22? It's 22. 22. Okay, good. Because it's 32 amps, so it's a 22 charger. You can put it, but you don't need okay. it. Okay, yeah. Usually it's 16. You don't need to put it, it'll do whatever the max is. The car's parked the whole night, so it's got a lot of... Yeah. Okay. Good. Wonderful. So, and Perfect. We have here Kilometerzähler. Genau. 54 Kilometer ist der jetzige Stand. Test geprüft. Ja. Okay. Genau. Perfekt. Next. So, genau. Dann geht man einmal in die Klima? Klimaanlage. Da würde ich jetzt mal einmal kurz in den Homebildschirm gehen, weil da hat man genau. Ne, einmal, Na, okay. Genau, oder wir können auch machen, aber einmal hier zurück. Ja. Weil da hat man jetzt einmal die Übersicht. Oder fangen wir von an. Einmal das hier und kann hier schon mal seine Sitzheizung an- und ausmachen. Genau, einmal auch gerne mal ausprobieren auch. Okay, der hat viermal Sitzheizung. Viermal Sitzheizung, genau. Mhm. Und natürlich auch darüber natürlich auch in die Klimaanlage rein. Komm ich rein. Genau. Jetzt können wir das Ganze mal starten, genau wie du es gerade schon gemacht hast. Perfekt. So, vielleicht nicht auf 5, dann genau, ist laut, auf 1. Da hat man natürlich auch nochmal seine Möglichkeit, Sitzheizung vorne und hinten anzumachen. Und hier, da schauen wir uns das gleich hinten an, auch den hinteren Bildschirm zu locken oder zu aktivieren, den wir uns gleich dann hinten anschauen. Genau. Dann natürlich die verschiedenen Möglichkeiten, wie das Gebläse funktionieren soll und einmal die Lenkradheizung. Da hat man noch die Möglichkeit, das jetzt einzeln anzuschalten. Genau, mal bei sich probieren. Ja, und dann kann ich hier so ein bisschen schieben, wohin, ne? wo es hinsehen soll. Und das kann man dadurch über alles einstellen.
Und hier nochmal die Möglichkeit, alles zu sinken. Oder da wird meine Frau super glücklich sein, weil die nerven diese Düsen, die so frontal auf sie genau, zukommen. Genau, oder halt einfach ausschalten. Das kannst du hier dann ausschalten. Ne? Genau. Super. Und hier oben natürlich nochmal einfach zum automatischen und halt Innenraum zum Beispiel. Genau. Und dann sind wir wieder bei den Einstellungen. Waren wir schon allgemein. Da steht jetzt alles auf Kilometer genau, und so weiter. Genau, da kann man sich natürlich umstellen. Beim Fahren, jetzt wird es ganz interessant, noch regeneratives, Braking. Wie stark regenerieren sollen. Genau. Genau. Boost 500 Mal kann man anschalten. Geben. Genau so ist es. Audio ist Surround Sound. Genau, kann man aber auch, was auch ganz interessant ist, natürlich auch nur nach hinten packen oder nach vorne oder halt wieder für alle oder für Fahrer oder halt für alle. Mhm. Und wenn man das ändert, dann immer noch nicht vergessen, Surround wieder anzuschalten, weil dann wird er... Dann macht er alles. Und das funktioniert wirklich sehr gut, kann ich nur sagen. Okay. Unten kann man natürlich noch Equalizer alles einstellen, was wir haben. Eine Wahnsinns-Surround-Anlage, genau. Ne? Mit 16 Lautsprechern absolut, und Bass. 500 und, Watt und ja. Da geht, kann ja, man. Deswegen auch die Lautstärke, die sich selbst wieder runterregelt, weil das kann sehr laut werden. Das knallt sonst richtig. Okay, genau. Cool. Verbindung, Bluetooth, da wäre das Telefon. Genau, Display absolut. Ist wahrscheinlich so Helligkeit. Genau, kann man auch zum Beispiel auf hell, auf dunkel, die Helligkeit generell und so weiter und so fort. Cool. Beleuchtung. Genau, das wäre zum Beispiel die Außenbeleuchtung und die ist vorne relativ schnell ausgegangen. Ja. Kann natürlich da einstellen, wie lang es sein soll. Innenbeleuchtung. Klar, ja, selbsterklärend. Genau. Sicherheit, was haben wir hier? Spurhalteassistent, da kommt ja noch was. Da kommt noch einiges nach, ne? Genau. Wir sind jetzt am Anfang, das war ja auch bekannt beim Bestellen, dass das etwas ist, was genau, das dann später aber die Update natürlich genau einfach die Fahrer genommen auf iPilot. Genau. Wäre ein wichtiges Sache. Ja? Ich würde immer so machen, weil dann klingt es nicht, wenn man zu schnell fahren. Okay, gut. Special Henrik Trick. Special Henrik Trick. German Autobahn lässt grüßen. Gut, okay. Genau. Ja, wir Elektroautofahrer fahren ja bewusst, weil je schneller du fährst, umso schneller stehst du, umso länger an der Ladesäule. Insofern, okay. Dann machen wir das. Gut, also auch da kommt noch mehr, weil das Ganze ist ja, kommt ja irgendwann mit Update dann genau. In ein paar Monaten. Türen und Spiegel ist auch genau, klar. Ob sie einklappen sollen. Jawohl. Genau, Heckklappe kann man natürlich auch noch von der Höhe einstellen. Okay. Gerade gesehen, Profile. Kann man die Profile einstellen, die Fahrer, verschiedene Fahrerprofile. Hier über Software natürlich, wenn Updates verfügbar sind oder was kommt, kommt es dann Version hier. Ist jetzt 11.71. Korrekt. Für alle Freaks. Ich stehe nicht so drauf, aber gut. Und Fahrzeug und Service. Genau, jetzt wird es nochmal ganz interessant. Jetzt wird es gut. Einmal Betriebsanleitung, ganz hat wichtig. Hat noch keine Nummer, ne? Noch, genau. Machen wir nächste Woche, welche Nummer von den 5000 er kriegt. Genau. Okay, gut. Mhm. Dann haben wir einmal. Aber es ist meiner, kann ich sagen, Fahrgestellnummer 1608, das ist mein Auto. Das ist kein Demo-Auto, das ist my car. Und wenn das online geht, dann kriegt er die Nummer. Ist das richtig? Ja. Okay, gut. Soll richtig sein. Genau. Betriebsanleitung dann fürs Einlesen und dann gerne noch auf das. Henrik heißt Sie willkommen. Genau. Hi, I'm Henrik Fisker. Thank you for joining us. In our shared vision of a clean future for all. And with you now sitting behind the wheel of your Fisker Ocean, you are part of that vision. Sit back and relax and get ready for the drive of your life. I'll see you on the road. Thank you. Klasse. Impressive. Absolutely impressive. You look like the guy on the screen. Yeah, a little bit. You hired an actor for that. Genau. Ja, fantastisch. Ich glaube, da sind wir da einmal ganz gut durch. Ja. Jetzt können wir noch über so Kleinigkeiten hier sprechen. Mhm. Einmal natürlich Ladestation 1, 2. Das Handy, große Ablagefläche hier hinten, hier unten und natürlich in den Türen. Ja, genau. Handschuhfach haben wir nicht, dafür haben wir das Tablet. Genau, hier unten, bei ihr unter jedem Sitz. Hier ist ein Fach. Genau. Hier einmal, genau, das wäre jetzt mein nächstes, genau, richtig. Einmal Tischchen. Hier, Tisch 1. Hier mit maximaler Ladung, da man da drauf Kilo. Genau, richtig. Und einmal, ich habe schon mal irgendwo gesehen. Genau, der Knopf, einmal hoch, dann einmal raus. Das und Tischchen. Dann hat man sein Tischchen. Das ist so ein bisschen wie Lufthansa Business Class, ne? Erste Reihe, die hat ein das auch. Bratwurst Tray. Ein was? Ein Bratwurst. Ich denke Taco Tray. Taco Tray, okay. In Germany ist Bratwurst. Also hier kann man natürlich so ein bisschen dann ein paar Sachen machen. Und dann, genau, dann gibt es eine Fassung dann einmal da. Ach, das genau rein. Genau. Und jetzt gerne einmal 3 Sekunden hier gedrückt halten. Ja. Und dann haben wir ihn quer. Dann haben wir ihn quer.
Und jetzt muss er sich einmal doch zurückstellen. Genau. Und jetzt haben wir nämlich noch eine Menüsektion, die davor nicht sichtbar ist. Ah, okay. Und das ist einmal die hier. Ja, die hier, ne? Genau. Die war vorher nicht da. Und jetzt kommen wir zu dem, ich weiß nicht, ob er schon Internet hat, da schaut gut aus, zu den jetzt noch schon möglichen Streaming-Diensten und natürlich Motocam. Die man aufhören kann. YouTube ist drauf, Prime. Try Apple TV, try and press Apple, it should work. Apple TV? Yeah. It should come together. Let's see. We can watch one of your videos. Yes, of course. No, you just have to sign in. I actually watched the other day on a charging place near Frankfurt. Yeah. Just watched my TV show. Fantastic. That's a very good screen quality. Very good screen and it's good feeling. Pretty touch on it. Die Folie ist noch drauf. Ja, okay. Nicht vergessen. Alles gut. Genau. Also gerne noch abziehen dann. Ja, machen wir das. In Ruhe dann. Genau. Machen wir in Ruhe. Zurück, genau wieder so. Fahrbar wäre natürlich auch nur, wenn er sie in Kontrolle hat. Der fährt nicht los, wenn ich den nicht hochkriege. Genau. Ja. Falls das Lenkrad mal zu nah drin sein sollte, keine Sorge, er fährt erst das Lenkrad selber raus und dreht sich dann. So, dass die beiden Sachen nicht. Genau, nicht kollidieren. Wahnsinn. Genau. Gut. Ja. Dann haben wir. Wir machen die Signatur jetzt. Wir haben wir gemacht. Ja. Wir machen die Signature. Ja. I think it will be fine. I hope it writes. Yeah, no, this writes. It's definitely right. Okay. Okay, so what do you want? To Oliver or Oliver have fun? Oliver have fun? Enjoy Oliver. The ride. Enjoy the ride. Enjoy the ride. Oliver? O-L-I-V-E-R. V-E-R. Oliver? Enjoy the ride. There we go. Thank you, Henrik. Thank you, Oliver. It was a real pleasure. Enjoy the car. Thank you very much. I'm running off for my 10 p.m. board meeting. This is not, it's true. Yeah, okay. Okay. So thank you very much. A great car. Thank you. Thanks all to the team. Yeah. And I'm really, really, ich bin sehr aufgeregt, dass ich das in ein paar Tagen, wenn es zugelassen ist, dann fahren darf. Da werden wir uns noch ein bisschen, das ist das Schwerste an diesem Termin heute, ihn heute hier stehen zu lassen. Das freuen wir. Dankeschön. Vielen Dank. Oliver, Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. 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 Danke, Henrik. Dankeschön. Dankeschön. So, wollen wir gleich hier weitermachen? Ja, unsere Kofferraumabdeckung, einen zweiten Boden natürlich hier, da Kabel und Notverkit natürlich drin. Jawohl. Genau. Eine Vertiefung, Möglichkeit, das ist noch ganz interessant, das hochzustellen. Man kann eine Tüte hinhängen, kann nur was reinstellen, dass es nicht umfällt. Okay. Super praktisch. Genau. Und eine Ladeabdeckung, das war auch eine Frage vieler meiner Fans. Hat der eine? Genau, kann man auch mal reinziehen einfach. Genau. Zack, vorne Zack, drin. Und natürlich auch komplett rausnehmbar. Braucht man nicht Zeit. Hier links? Steckdose. Steckdose. Jawohl. Große Steckdose, kleine Steckdose, Zigarettenanzünder. Ja. Den hat er auch mit Anhängerkupplung. Anhängerkupplung, drückt man drauf. Zweimal drücken. Zweimal drücken, dann kommt es elektrisch, ne? Genau. Und von Hand muss man den letzten Schubs geben. Und dann wieder zweimal drücken. Ja. Und dann geht sie rein und man muss es von Hand machen. Es gab ja zwei, als ich gestellt habe. Eine, die nur für einen Fahrradgepäckträger wäre. Genau, aber jetzt gibt es nur noch. Und das ist die volle elektrische. Gibt nur noch die, ne? Genau. Da kann man auch einschalten. Genau, das was im Kofferraum sitzt, sind natürlich auch dreifach teilbar. Top, genau. Dann gehen wir mal auf die Rücksitz. Dann haben wir eigentlich nur noch Rücksitz und California-Mode. Genau, das haben wir jetzt auch noch gesagt. Einmal komplett dann, machen noch, dann machen wir jetzt einmal noch die Rücksitze. Genau. Können wir auch schnell machen. Hier hat man die. Ja. Oder ich gehe mal nach vorne. Ich muss aufpassen, ich habe jetzt hier den Edding an den Fingern. Ich nehme ihn schon, weil ich habe ein bisschen weiße Finger. Hier hat man die Möglichkeit auch auf einer Seite hier natürlich die Rückenlehne zu verstellen. Genau. Hier vorne natürlich noch eine Lüftung zum Einstellen und jeweils einen USB-C Charger. Und in der Mitte natürlich einmal Limo Mode. Einmal hier und dann müsste man den vorne einmal drauf drücken. Das Display. Genau. Einmal vorne wahrscheinlich aktivieren, denke ich. Ist okay, ich habe das schon mal gezeigt. Also hier ist ein Display drin, wo die hinteren Passagiere dann ihre Lüftung einstellen können und sich ihr eigenes Klima hier schaffen. Und was ich auch toll finde, kann ich euch sagen, ist der Eindruck mit dem Dach. Das hatte ich mir so in der Praxis, das liest sich alles toll mit den Solarzellen und dann denkst du, na nervt das nicht, wenn du fährst. Merke jetzt schon, es nervt überhaupt nicht. Und ich freue mich, dass ich endlich ein Elektroauto mit einem Schiebedach habe. Das ist schön. Weil mein allererstes Auto war ein Cabrio und da bin ich irgendwie noch so geprägt und dass man was aufmachen kann, das Dach geht bis hier auf, Leute. Das ist ein Wahnsinn. Machen wir jetzt noch einmal den California Mode. Von drin oder sollen wir raus? Wie du willst. Wir können. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Genau. Es gibt drei Schalter, glaube ich. Ne? Richtig? Wir machen es einmal zu. Genau, wir haben jetzt vorhin die Fenster einmal schon ein bisschen aufgemacht und sagen, die machen wir einmal zu.
Genau, Schlüssel einmal da, dann können wir es nämlich auch der Schlüssel machen. Der steckt nicht. Und das sind Blinker? Das sind unter anderem Blinker. Ne? Also wenn ich blinke, dann blinkt es, glaube ich, da genau. Unten. Korrekt. Und es blinkt da oben. Genau, ich mache es einmal kurz zu dem vorne. Wenn man jetzt einmal auf Zutleim drückt, dann geht es schon die Fenster wieder hoch. Deswegen war es vorhin einmal. So, hier ist der Button für den California Mode. Ja. Kann man drücken. Fest drücken und okay. Lang halten. Und jetzt geht alles. Und jetzt kommt er. Das heißt, die Heckscheibe geht auf. Hier, alles offen. Das Fenster ist runter. Ja. Und die Scheibe. Ich habe zu viel losgelassen. Hast du zu viel losgelassen? Ich habe zu viel losgelassen. Wir machen es mal von innen. Alles gut. Genau. Drinnen gibt es drei Hebel. Ja, zeige ich euch. Drinnen gibt es drei Hebel. Das heißt, man hat oben am Dachhimmel drei Schalter: einen für den California Mode, einen für das Schiebedach und einen für die Heckscheibe. Genau. Ja, der Sound kommt. Dann geht das Schiebedach mit auf. Irre. Und jetzt ist das Schiebedach immer offen. Genau, und jetzt, wenn du einmal mit der Kamera guckst, wie weit das aufgeht, also das geht praktisch bis fast über die hinteren Sitze. Das ist wirklich fast Carpool-Feel. Toll, super. So, ganz herzlichen Dank euch allen für diese Einweisung. Und das war der erste Teil der Übergabe. Und jetzt kommt der schmerzliche Teil, denn es gab tatsächlich Probleme beim Zulassen. Das hat mit Fisker überhaupt nichts zu tun. Das Auto ist die eine Sache, die Papiere sind eine andere Sache. In Hamburg wartet man im Moment 8 Wochen auf die Zulassung eines Fahrzeuges, weil es da einen Softwarefehler gab im System. Mein Auto wird nicht in Hamburg zugelassen, aber ich muss trotzdem warten. Ich kann dieses Fahrzeug erst in der nächsten Woche abholen. Das heißt, wir sehen uns in einer Woche nochmal wieder. Dann mit den Nummernschildern. Ihr werdet erstaunt sein, was für eine Autonummer das Fahrzeug kriegt. Und dann holen wir das Auto final. Dann fahre ich ihn hier raus. Ich muss ihn jetzt leider da lassen. Beeindruckend, oder? Ich bin immer noch nachhaltig beeindruckt von diesem Abend mit Hendrik Fisker und dem Fisker Deutschland Team in der Motorworld München und muss mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass das geklappt hat, dass das funktioniert hat und dass ich das erleben durfte. Das war wirklich wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag an einem Tag. Der Wagen steht noch in München, er hat noch keine Zulassung, weil es da Probleme gab. Das ist in den nächsten Tagen geklärt. Ich werde das Auto in der nächsten Woche abholen. Zusammen mit Leo Tiet vom Kanal Tipps, Tricks and More werden wir das Fahrzeug dann nach München überführen. Und dabei werden wir 730 Kilometer loslegen. Das ist der erste Roadtrip. Und wir werden das Auto zweimal, glaube ich, aufladen müssen. Von daher wird das eins der nächsten Videos sein, was ihr auf diesem Kanal seht. Wie fährt sich so ein Ocean? Wie fühlt er sich an? Was verbraucht er? Wie schnell lädt er? Und vielleicht haben wir dann bei einer Ladepause ja auch Indie gefunden, die Surfer braut, von der wir bisher gar nicht wussten, dass sie im Ocean versteckt ist. Gut. Danach sehen wir uns, wenn ihr wollt, am Ladepark Hilden. Da komme ich hin mit dem Ocean, den ihr eben im Video gesehen habt, am Sonnabend, den 15. Juli. Ab ca. 12 Uhr bin ich da für 2 Stunden oder was oder 3. So in dem Dreh können wir uns sehen. Ihr könnt den Fisker Ocean sehen. Wir können uns alles angucken. Und freue mich drauf, wenn ihr da seid in Hilden am Sonnabend, den 15. Juli. Und für alle, die nicht so weit fahren wollen aus Norddeutschland, am Sonntag, den 16. könnt ihr mich treffen, 18 Uhr an der Ladestation Maltfeldstraße am Stadtrand von Hamburg, Autobahnabfahrt Marmsdorf. Großer Platz, viele DC-Charger, also auch wenn ihr noch laden müsst, sollte da genügend Kapazitäten frei sein. Wir treffen uns einfach locker und ungezwungen an der Ladesäule. Es gibt dort nichts zu essen, es gibt dort keine sanitären Anlagen. Es ist einfach ein kurzes Meeting, Treffen an der Ladesäule und auch da können wir uns den Fisker Ocean angucken. Ich bin Oliver von 163 Grad. Wenn ihr was über den Fisker Ocean wissen wollt oder über Elektromobilität, dann bleibt dran. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und einen Daumen hoch für dieses Video gebt. Also auf bald, bis zum nächsten Video.